Die Medien sind in einer Demokratie ungemein wichtig. Sie helfen bei der politischen Willensbildung. Sie helfen dabei, dass wir zu sachlich richtigen Entscheidungen kommen. Und es gibt auch viele Beispiele dafür, dass Medien durchaus einen guten und vernünftigen Beitrag leisten. Es gibt sozusagen Highlights, also wirklich Lichtmarken der Mitarbeit bzw. der Zuarbeit von Journalisten für die politischen Entscheidungen. Sie sind wichtig für die Kontrolle der Politik. Sie sind wichtig für die sachlich richtigen Entscheidungen und sie sind wichtig für die Stimulanz, also dafür, dass man zu fortschrittlichen politischen Entscheidungen kommt, dass Neues entdeckt wird, dass Neues überlegt wird. Und das alles zusammen ist wichtig. Und ich möchte ein paar Beispiele aus der Vergangenheit bringen, um dann zu zeigen, wie heute die Medien gerade bei wichtigen Funktionen versagen. Vier Beispiele, die aber alle aktuell sind, sonst würde ich sie nicht bringen. Das erste Beispiel ist die sogenannte Ostpolitik der 60er und 70er Jahre. Es war beim Bau der Mauer 1961 klar geworden, dass die Konfrontation zwischen Ost und West nichts bringt. Und dann haben Politiker wie Willy Brandt dafür gesorgt, zusammen mit anderen, dass wir zu einer neuen Konzeption kommen, des Sich-Vertragens. Und diese Notwendigkeit besteht eigentlich bis heute. Damals hat ein publizistisches Organ wie der Spiegel und die Zeit, aber besonders der Spiegel, enorm mitgeholfen, diesen Fortschritt einzuleiten. Da gab es einen Chefredakteur, Günter Gauss, der auch beim Südwestfunk tätig war in einer sehr guten Runde. Und mit dem Spiegel zusammen und vielen anderen Gruppierungen und anderen Medien ist es gelungen, dann die Ostpolitik durchzusetzen. Ein weiteres Beispiel ist die Frankfurter Rundschau und deren Informationen über die Lebenslage in Arbeiterfamilien. Heute ist das ja gar kein Thema mehr. Damals hatten wir das große Problem, dass junge Menschen aus Arbeiterfamilien kaum eine Chance hatten, auf weiterführende Schulen zu gehen. Und das ist dann in den 60er und 70er Jahren gelungen. Es wurden die Schulen geöffnet, es wurden Universitäten gebaut und ein großer Teil von Menschen, die vorher keine Chance hatten, kamen dorthin. Ein weiteres, drittes Beispiel ist der Umweltschutz. Ich erinnere mich noch gut daran, wie in den 60er Jahren der Vater der berühmten Süßkind-Jungs, nämlich von Patrick Süßkind, wie dieser Vater ein Buch besprach, wo es um die ökologischen Kosten des Wachstums ging. Das war in den 60er Jahren eine sehr fortschrittliche Behandlung eines wichtigen Themas. Und mehrere Medien haben dabei geholfen, dass dann der Umweltschutz auch Einzug hielt in Deutschland. Das vierte Beispiel, das ich erwähnen möchte, ist die Durchsetzung der Reform des Strafrechts. Der Stern, diese Illustrierte, die wir heute noch haben, hat damals eine richtige Kampagne für die Reform des Abtreibungsrechts gemacht. Und das war sehr hilfreich und erfolgreich für die Durchsetzung dieser notwendigen Reform. Vorher war das nämlich sehr verkrustet und wir hatten dann ein sehr viel besseres Recht hinterher. Also lauter Beispiele. Und wenn man gerade beim Stern anguckt, wie sich dieses Blatt entwickelt hat, dann zeigt es auch, wie schrecklich diese Entwicklung ist. Der Stern hat jetzt zum Beispiel in seiner Ausgabe vom 5. März eine Kolumne des Mitchefredakteurs Jörges. Da freut sich dieser Jörges darüber, dass das Experiment der neuen griechischen Regierung, nämlich eine Alternative in der Wirtschaftspolitik durchzusetzen, dass das gescheitert ist. Das heißt, der Stern ist heute das Propagandainstrument der neoliberalen Ideologie mit der Behauptung, wir hätten gar keine Alternative. Tina, there is no alternative. Also es gibt keine Alternative zum herrschenden, konservativen, reaktionären Denken. Und der Stern macht sich zum Flaggschiff einer solchen Behauptung. Das ist das eine gute Beispiel. Das andere Beispiel ist, dass die meisten Medien, auch der Spiegel zum Beispiel, heute den Konflikt zwischen Ost und West
zwischen uns im Westen und Russland anheizen, statt zu moderieren und zu sagen, Leute, versetzt euch in die Lage der anderen, versetzt euch in die Lage der Russen, wenn die NATO bis dahin rückt. Und wir müssen schauen, dass wir mit denen wieder ins Gespräch kommen. Das ist auch in unserem Interesse. Und es ist aber auch vor allem Interesse der Freundschaft zwischen den Völkern. Da versagt heute der Spiegel völlig. Wir haben in der Süddeutschen Zeitung heute das Phänomen, dass wir keine fortschrittlichen Kräfte für die Entspannung zwischen Ost und West am Arbeiten haben, sondern einen Politiker zum Beispiel und eine ganze Reihe anderer auch, die voll eingebunden sind in amerikanisches, konservatives Denken und diese Weltmachtsfantasien der Amerikaner weiter mittreiben. Und wir haben eben heute nicht nur bei der Süddeutschen Zeitung, sondern weit darüber hinaus ein Netz von Journalisten, die weitgehend abhängig sind oder in Zusammenarbeiten zumindest mit den konservativen Kräften in den USA und bei uns. Das heißt, wir haben keine kritischen Medien mehr, die diesen Namen verdienen. Und vor allem sind weite Teile dieser fortschrittlichen Medien, dieser ehemals fortschrittlichen Medien weggebrochen.